Leute, was geht ab, Leute? Heute endet das Meltdown Let's Go Event. 21 Uhr, wir sind am Start. Schaut vorbei im Livestream. Die letzte Stunde des Events nutzen. Wobei, da gibt es eigentlich nichts zu nutzen. Aber wir sind trotzdem live und dann schauen wir mal. Vielleicht wird irgendwas Neues direkt danach angekündigt. Wer weiß. Aber ich habe erstmal eine Box am Start. Shoutout an King's Loot. Mehr Infos zu denen unten in der Beschreibung. Ja, jeden Monat eine Box bezüglich Anime, Gaming und sowas. Schauen wir doch mal direkt rein. Und danach, ihr wisst, eine Box und dann immer Pokémon pushen. Passend zum Let's Go Meltdown Event werde ich pushen. Slimog und Schlupuk. Und die Weiterentwicklung, keine Ahnung, wie der heißt. Ja, habe ich mir so überlegt. Ich meine, wann pushe ich die denn sonst? Fang direkt an mit einem Pin. Ich glaube zu wissen, was es ist. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube Captain Future. Habe ich nie geschaut. Die meisten von euch wahrscheinlich auch nicht, weil das ist uralte Anime. Nicht mal ich habe den gesehen. Also das ist so 1980 Anime oder sowas. Ich erinnere mich noch, mein Mathelehrer hat den Anime immer geschaut. Hat uns immer erzählt, dass er das geschaut hat früher. Ah, was war das, Mann? Irgendwas hat mich gerade gestochen. Ja, mein T-Shirt. Irgendwas mit einem Bag. Ich glaube Terminator. Ja, alles klar. Dann ist die Anleitung. Oh. Nee. Star Wars Sticker. Ich dachte kurz einen kleinen Adventskalender, aber ja, ein paar Sticker. Oh, nee, nee, nee. Magnete. Kühlschrankmagnete. Keine Sticker, ja. Oh. Space Invaders. Oh, das, ich habe das Spiel geliebt. Space Invaders. Das ist so ein Pop-Up-Backpack. Ein Rucksack, aber Pop-Up-mäßig. Also, den kann man so klein machen und dann halt so groß machen wie ein Rucksack. Ja, den kann ich sogar gebrauchen. Sehr nützlich. Sehr, sehr nützlich. Ah, und tatsächlich, hier ist sogar ein kleiner Adventskalender drin. Von Gubor Adventskalender Schokolade. Vollmilchschokolade. Alles klar. Das ist noch nicht der erste, dementsprechend mache ich da noch keinen auf. Aber die Schokolade wird sich gegönnt. Dann haben wir, so wie immer, eine Actionfigur. Range Trooper. Pop. Star Wars 246. Huhuhu. Okay, das war's mit der Box. Wie gesagt, Shoutout und Dank an King's Loot. Jetzt machen wir weiter mit dem Pushen. So, auf geht's. Wir pushen wieder. Wobei ich jetzt fast wieder bei 2 Mill angekommen bin, aber nein, wir müssen wieder pushen. Ich schau mal zwecks Slimer. Okay, passt. Wollte schauen, ob ich ein besseres Slimer habe, 100er. Aber das habe ich schon entwickelt. Oh, das ist neu. Das ist von einem neuen Feature. Ich dachte mir schon, hä, was ist denn das? Okay, Slime-Mob ist im Weg, man sieht sich ganz, aber mit dem neuen Update haben die alte Pokémon gekennzeichnet. Was ganz cool ist, der ist von 29.09.2017. Ja, schon relativ alt. IV-Check für euch. Bester Satz, KP, Angriff, Defense, 15. Auf geht's. War ja eine Aufgabe, einen Slimer zu entwickeln für die Meltdown Quest. Kam jetzt auch vermehrt, abgesehen davon, Kabuto und Ammonitas. Habe ich aber schon gemaxt. Da habe ich natürlich versucht, einen Kabuto Shiny zu fangen, aber bisher noch kein Glück. Magnetilo gibt es jetzt Shiny. Den habe ich jetzt nicht gemaxt, weil der kriegt ja noch eine Entwicklung. Und da habe ich eigentlich vor, was mit den ganzen Entwicklungen zu machen, mit dem Sinnohstein. Dass ich da dann alle maxe oder sowas. Dann Anorith war vermehrt, weswegen auch immer. Den habe ich aber auch schon gemaxt, fürs Gesteins-Event letztens. Was gab es sonst noch? Schneckmark und Schlupuk. Schneckmark hätte ich eigentlich auch machen können. Das sind ja alles so die drei Schleim-Pokémon. Wenn ich sie jetzt so überlege, vielleicht mache ich das auch. Ah ne, kann ich gar nicht, weil ich habe gar kein gutes Schneckmark. Habe ich Shiny? Nicht Shiny. Glücksschneckmark? Habe ich glaube ich auch nicht mehr. Okay. Kein Schneckmark, weil von dem haben wir noch keinen guten. Nicht mal annähernd. Also ich habe vor dem Event nicht mal einen im Inventar gehabt.
Ja, abgesehen davon, das waren, glaube ich, die Sachen, die vermehrt gespawnt sind. Natürlich Evoli und Pikachu. Aber ja, was gibt's da zu pushen? Pikachu werden wir auch irgendwann mal pushen. Dazu kommt bestimmt noch ein Video. Und Evoli haben ja alles gepusht, alles gemaxt. So, Slimog. An sich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Schon lustig, ein Max Slimog zu haben. Hatte mal ein 98er Level 35 bekommen. Der wurde mir auch öfters vorgeschlagen für irgendwelche Kämpfe oder Raids und sowas. So. Und noch ein Weilchen, ja. So. Schreibt natürlich unten in die Kommentare, wie ihr das Event fandet. Was habt ihr so für eine Ausbeute gemacht? Neue Shinies. Checkt das Video von heute noch ab. Da habe ich auch ein neues Shiny gefangen. Und zwar Nebulak. Neue Shinies, Melting Quest. Habt ihr die erledigt? Habt ihr die nicht erledigt? Ergodactyl. Da gab es ja auch die Quest. Habt ihr dann Shiny erwischt? Habt ihr dann guten erwischt? Shiny Magnetilo. Shiny Kabuto. Ammonitas. Was gab es sonst noch für Shinies? Das war es, glaube ich, auch schon. Slimer. So. Nächstes Event müsste dann rein theoretisch irgendwas mit Weihnachten zu tun haben. Wurde ja auch schon irgendwas im Code entdeckt. Von dem, also von der Version, die ich gerade drauf bekommen habe. Also, ja, ich weiß nicht, ob heute was dazu kommt. Weil vor allem für iOS ist es ja noch nicht da und das dauert immer ein paar Tage, bis das auch auf iOS ist. Und dann kommt das erst, also danach kommt dann erst das Event. So, Max 100er Slimog 2757. Wir können ihm, ich kenne jetzt die Attacken nicht auswendig, aber wir können ihm auf jeden Fall zwei Giftattacken geben. So, jetzt noch Schlupfbock. Wenn ich bloß wüsste, wie er auf Englisch heißt. Mist. Ich kann mal einfach Poison eingeben, oder? Weil, Galpin. Weil es gibt gar nicht so viele Gift-Pokémon. Dementsprechend. Ja, okay, doch, gibt es. Aber hier Galpin. 100er Galpin. Auch von 2017. IV-Check für euch. Bester Satz. KP, Angriff, Defense, 15. Den müssen wir erstmal entwickeln. Der kann einfach so Eisstrahl. Den gibt es übrigens auch als Ditto. Ist mir letztens jetzt die Tage ein paar Mal passiert. Einfach so ein Ditto aus dem geworden. So. Zwei lilanen Schleim-Pokémon haben wir entwickelt. Schleckmark ist ja an sich nicht Schleim, sondern Lava oder so. Dementsprechend passt er eh nicht in unser Konzept. Und der ist auch schon relativ hoch, also. Ja, das geht ja eigentlich relativ fix. Kostet natürlich trotzdem zu viel Staub. Leider. Super Seeder jetzt am Wochenende, 3 Stunden. Also, Super Seeder ist das ganze Wochenende. Aber das mit den drei allen Bonis aktiv, das sind halt nur die 3 Stunden, so wie immer. Samstag 11 bis 14 Uhr. Da kann ich auf jeden Fall wieder ein bisschen Staub machen, aber nicht so viel wie beim letzten Mal, das war ja übertrieben. Ich meine, jetzt ist ja nur doppelt, plus Sternstück ist ja nur dreieinhalbfacher Sternstaub. Ich sag mal nur, für alte Verhältnisse wäre das Übergas gewesen. Da haben wir uns einfach nur auf doppelt Sternstaub schon gefreut. So, und du schaffst es auf über 2000. Ich glaube nicht. Was glaubt ihr? Ich glaube. Wobei 12. Nein. Kann ich noch. Ja, zweimal pushen nur noch. Das schafft er nicht. 1964. Das ist mein Vater, glaube ich, geworden. 1978. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder schlechtes Jahr für die Welt war. Aber 1978, 100er Max Entwicklung von Schlippuck. Keine Ahnung, wie der heißt. Aber ja, das war's erstmal von mir, Leute. Das war's von mir und dem Event. Das endet heute um 22 Uhr. Ab 21 Uhr sind wir wieder live. Schaut vorbei und dann, ja, dann wird hoffentlich ein neues Event angekündigt. Aber schreibt unten in die Kommentare,
was ihr so dieses Event gemacht habt. Was war eure Ausbeute? Irgendein Highlight von dem Event. Schreibt es unten in die Kommentare. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.